Hi und willkommen bei mir, Lurchen Nummer 1. Ein Abonnent hat mich in meinen Videokommentaren unten gefragt, ob ich einen Solo-RP-Glitch für ihn hätte. Und ich habe einen. Ich habe euch einen. Ihr geht auf Jobs spielen, von Rockstar erstellt. Und dann geht ihr auf Überlebenskämpfe und dann auf Schrott und Knochen. Und dann zeige ich euch einen Trick, mit dem ihr, wenn ihr ein kleines Level habt, also Ausgangslevel ist hier Level 15, den solltet ihr haben, um die Mission zu spielen. Aber ich glaube, wenn euch ein höherer gelevelter Spieler einlädt, könnt ihr auch mit einem niedrigeren Level dort spielen. So, was müsst ihr machen? Eigentlich nur die Mission starten, sonst gar nichts. Und dann zeige ich euch den Trick, wie man in dieser Mission oder Überlebenskampf ein wenig RP scheffeln kann und das komplett legal und solo. Und das war dem Abonnent von mir wichtig, einen RP-Glitch solo. Und ja, da klettert ihr hier auf dieses Mäuerchen, lehnt euch an, so wie ich, und dann zielt ihr ein-, zweimal. Also ich gehe jetzt mal hier an diese Stelle hier hin, einmal, dann nochmal und zur Sicherheit nochmal. So, und jetzt seht ihr, dass die Gegner hier kommen und auf mich zulaufen. Und oh Wunder, jetzt kommt das Geile in der Sache, die können mich nicht sehen. Und ich kann die jetzt hier ganz gemütlich abballern, ohne dass die überhaupt wissen, woher es kommt. Und es ist ein richtig, richtig nicer Glitch. Sollten die Gegner mal nicht mehr kommen, lauft ihr einfach ein paar Meter nach links oder rechts, macht wieder 1, 2, 3 anvisieren und weiter geht's. Denn wenn ihr auf diesem Steg lauft von links nach rechts, können sie euch wieder sehen. Also ein paar Meter laufen, 1, 2, 3 mal zielen und weiter geht's. Und ihr seht, das ist solo. Und ich hoffe, ich bin deinen Ansprüchen gerecht geworden mit dem RP-Glitch, wo du gesucht hast. Das hat mich jetzt echt den ganzen Tag beschäftigt und ich bin dann auf die Suche gegangen und habe mir gesagt, komm, der Junge hat bestimmt einen PlayStation 4 zu Weihnachten gekriegt und würde bestimmt gerne leveln. Und da habe ich mir gedacht, komm, da findest du was, und ich bin tatsächlich fündig geworden. Dieser Glitch, ich finde ihn echt nicht schlecht, ist auch für fortgeschrittene Spieler, wenn ihr mal so Überlebenskämpfe zocken wollt, hier an dieser Stelle, Schrott und Knochen heißt die Mission. Das ist ein witziger kleiner Gag, wenn ihr mal als höher gelevelte mal eine Mission spielen wollt, beziehungsweise einen Überlebenskampf oder mal einfach so ein bisschen RP nebenher nochmal machen wollt. Das könnt ihr natürlich auch mit einem Kumpel machen, das ist gar keine Frage. So, ihr seht, die Welle 1, das war ein Klacks, jetzt kommt Welle 2. Ich zeige euch das nachher, dass ich die ganzen Wellen geschafft habe. Habt ihr diesen Überlebenskampf dann bis zum Schluss durchgespielt, bekommt ihr meines Wissens 4000 RP und 20.000 GTA-Dollar. Ich bekomme leider weniger, weil ich mir in der letzten Runde einen dummen Fehler erlaubt habe und gekillt worden bin. Aber das war, weil ich mich am Headset habe ablenken lassen von jemand und habe nicht bemerkt, dass ich in dem Moment sichtbar war, und dann hat man mich abgeknallt. Aber c'est la vie. Also ihr bekommt da 20.000 Dollar, wenn ihr das geschafft habt, und ungefähr 4.000 RP. So, das war Welle 2. Und ja, das war's. Ich lasse jetzt hier das Bild einfach durchlaufen, wie ich die Wellen alle nacheinander durchgemacht habe. Ich bin raus. Euer Lurchen Nummer 1. Viel Spaß beim RP-Scheffeln. Bye.